So. Ah, nein. Ah. Ich möchte doch nur... Ey, nicht einsteigen. Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur weiteren Folge LSPD F-Fucking-R mit dem Ratzler und euch, dem Zuschauer. Ja, morgen ist Ostern, beziehungsweise heute ist bei euch Ostern. Ich nehme gerade am Samstagabend auf. Sehr krass am Samstagabend. Cargo Vehicle Theft. So, jetzt nehmen wir das an. Und wir haben jetzt eine ganze Menge neue Mods, unter anderem eine neue Sirene. Eine etwas neue Sirene. Klingt ein bisschen anders, soweit ich weiß. Weil der liebe Quiddle, also der Zyon, hat ein Sirenenpack gemacht, was aber, also er hat zwar Sirenen zusammengestellt, er hat kein Pack gemacht selber, er hat es zusammengestellt und das nutzen wir jetzt halt. Deswegen gibt es auch keinen Download-Link, sondern das ist quasi nur privat. Und ja. Und jetzt haben wir hier eine Verfolgungsjagd, das Cargo Vehicle Theft. Müssen wir gucken, wie machen wir das denn jetzt hier? Weil noch verfolgen wir nur. Ich habe mir vor kurzem wieder eine Menge Verfolgungsjagden in echt angeschaut. Ich finde sowas immer ziemlich unterhaltsam. Verfolgungsjagden in den USA sind immer lustig. Oder das heißt lustig. Ist eigentlich eine Stresssituation für die Officer, aber zum Anschauen sehr interessant, sage ich mal. Deswegen verfolgen wir die jetzt einfach mal. Ein Postelwagen. Ich frage mich, Postel ist, glaube ich, der Lieferdienst in GTA, oder? Ist doch UPS-Verarsche, oder? Oder rieche ich mich da? Postel ist UPS, soweit ich weiß. In GTA. Machen Sie Platz. Wie kann man... Man kann doch irgendwie auch rufen, oder? Also so aus dem Auto, so go to the... Side of the road oder so, keine Ahnung. Aber geht irgendwie nicht. Okay, wir probieren mal zu drehen. Oh fuck, klappt nicht. Okay, hier müssen wir vorsichtig sein. Boah, ich liebe es, ich liebe es. Ich werde auch keine Verstärkung holen, weil die sitzt immer vor dem Spawn und dann ist die Verfolgungsjagd direkt wieder vorbei. Weil wenn ich nämlich jetzt hier einen hole, dann spawnt die vor dem. Das finde ich voll bescheuert. Ist mega scheiße. Weil jetzt kommt es eh nicht rechtzeitig an. Oh doch, kommt sie. Und jetzt, guck mal, jetzt haben wir ihn schon wieder. Oder? Haben wir ihn? Ne, wir haben ihn nicht. Oh Gott, aufpassen. Okay, lass Biker, fahrt bitte weiter. Okay. Aussteigen. Auf Boden, scheiße. Egal, wir müssen weiter verfolgen. Scheiße. Okay, ich glaube, wir sollten die Reifen zerschießen. Beziehungsweise wir probieren ihn nochmal zu drehen. Jetzt haben wir ihn. Nein, doch nicht. Scheiße. Kriegen wir nicht gedreht. Scheiße. Komm. Okay, scheiße, es bringt nichts. Das heißt, wir müssen, daher, dass er nicht von sich ablässt, müssen wir probieren, die Reifen zu zerschießen. Weil wir machen hier komplett unser Auto kaputt, das bringt sonst nichts. Scheiße. Okay, warte, ich probier's aber nochmal zu drehen. Oh Gott. Leute, geht ein bisschen in die Stadt, Alter. Das müssen wir aber schon noch stoppen, ey. So, komm. Jetzt nehmen wir hier den Reifen hin. Oh. Den Reifen hier hinten. So. Oh Gott, es gab einen Unfall. Aus dem Fahrzeug raus. Fort, aus dem Fahrzeug raus. Aussteigen. Scheiße. Okay, wir holen Unterstützung. Und so. Oh Gott. Ergeben Sie sich. Scheiße. Fuck, wo fährt denn der lang? Okay, egal.
Hier vorne mit Corona. So. Brauchen ein Corona in der Sonora Road. Ah! Wieso werde ich umgefahren? Scheiße, und dann gehen wir, werden wir weiter. Der Fungusjagd uns anschließt. Au. Das gibt's doch nicht. Ah! Ja, komm, fahren Sie vor. Unser Auto hat doch schon ziemlich was abbekommen, weil wir probiert haben, den zu drehen, was aber nicht geklappt hat. Okay, wir kürzen mal eben ab hier. Oh, hier kommen wir aber nicht hoch. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus! Ah! Oh. Okay, eigentlich wollte ich einen Elektroschocker. So. Alter, der hat, was weiß ich, wie viel zerschossene Reifen. Da hat sogar noch einen. Guck mal, wie der in den Kurven abgeht. Bleiben Sie jetzt sofort stehen. Okay. Scheiße. Den Vorderreifen gibt's noch. Okay, pass auf, wir müssen jetzt schießen. So. Okay, wir haben ihn gedreht. Bleiben Sie stehen. Aussteigen. Hände nach oben. Auf dem Boden. Okay. Okay, wir haben den Fahrer. Holen Transporter. Mein Gott, was hier abgeht, ey. Kurz was getrunken. Also die Karre hier ist ein. Alter, also wie das einfach nicht gejuckt hat hier. Als sie den probiert haben zu rammen. Es bringt ja gar nichts. Selbst hier vorne, als sie dem in die Seite gefahren. Aber doch, da hat man schon was gesehen. Naja, ich weiß ja nicht. Wir brauchen hier unbedingt mal einen Tow Truck. Für den Transporter hier. Viel Spaß hinter Gittern. So. Viel Spaß mit dem tollen Transporter hier. Da schleift es auf dem Boden, aber das macht ja nichts. So, wir können einmal reparieren. Mir fällt by the way gerade auf, dass wir hier ein scheiß Auto erwischt haben. Mit der Sirene oben drauf. Wir brauchen so einen hier. Der ist besser. So. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Wir sind ja ziemlich am Arsch jetzt hier. Irgendwie sind ja auf Feldwegen, whatever. Das braucht man auch nicht. Warte mal, hier ist ein Truck. Alter, der kommt hier nicht hoch. Okay, also wir drehen hier unten mal. Ja, da oben war ein Truck, der kommt mir sehr suspekt vor. Den werde ich mir mal genauer anschauen. Attention Unit 1, Lincoln 18. Citizens reporting a possible 484 in Grande Sonora Desert. Meine Tür zu, nimm die Taschenlampe. So, irgendjemand. Was ist denn das für ein Transporter? McGill Olsen Construction. Hm, eine Baustelle. Ist hier irgendwo eine Baustelle? Da vorne ist eine Baustelle, ne? Ich glaube, da vorne ist eine Baustelle. Oh, hier ist auch irgendwo ein Tiger. Wir checken mal den Truck mit 8, glaube ich, oder? Oder mit 9? Scheiße, wie durchsuche ich den nochmal? Ich habe das nämlich geändert. Scheiße, okay, ich weiß. Ah doch, warte. Mit G. Jetzt haben wir, okay. Was? Das wollte ich gar nicht. Na, bleiben Sie. Hören Sie auf. Ich würde den gerne abschleppen. G, okay. Weil das ist Plugge noch gerade nicht aktiviert. Oder es kann sein, dass es nicht aktiviert ist. Terrorist Attack, nee, komm. Wir sind mal Streifenpolizisten, keine Spezialeinheit. Gut, dann lassen wir den Wagen hier so stehen. Machen die Sirene wieder aus.
Guck mal, dass wir wieder ein bisschen auf Gebiet kommen, wo was abgeht, weil hier auf dem Land ist ja nicht allzu viel Action. Das muss ja auch nicht sein. So. Guck mal, da ist ein Tribus mit einem Schild in der Hand. So. Aber ich fahr hier ein bisschen einfach zu, ne? Das ist scheiße. Wir fahren mal hier rein und parken mal hier. Checken da mal ab, was hier abgeht. Active Shooter. Okay, pass auf, das hat Vorrang. Da responden wir mal. Code 99 Emergency, alles klar. Fahren Sie auf die Seite, nehmen Sie den Hund mit. Officer, egal. So, den lasse ich vor. So. Ach guck mal, der respondet eh dazu. Ja, wow. Und die Lichter oben sind schon viel besser als die wir vorhin hatten. An active shooter, alles klar. Das heißt, da werden wir mit Vorsicht rangehen. Und werden wahrscheinlich jetzt einmal die Sirene ausmachen. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich bin tot. Nice. Nice. Alter, wie schnell du mit dem Spiel drauf gehst, ey. Das ist unglaublich. Mann. Leaving. Jetzt ist nur so ein... Okay, da spawnen wir aber weiterhin. So. Mann, das ist doch echt. Okay, egal. Wir sind aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und wir spawnen jetzt. Vor dann kommt ein Zug, aber die Schranken sind noch offen. Da vorne. Okay. Okay, gerade noch geschafft. Ich dachte schon, wir fahren jetzt voll in die Leitplanke, aber dem war zum Glück nicht so. Okay, wir werden uns jetzt aber noch vorsichtiger nähern. Als wir davor schon dahin gefahren sind. Okay. Hat sich schon erledigt. Ist ja interessant. Wo ist denn der Typ? Ah, da. Hä, wo ist denn der Shooter? Liegt er da tot oder was? Ey. Ah ja. Da liegt der. Wurde mittlerweile neutralisiert. Das heißt, wir rufen einen Corona. Weil der wird, denke ich mal, nicht mehr aufstehen. Und ich habe das jetzt oft genug im Singleplayer, beziehungsweise probiert außerhalb der Aufnahme. Ich habe es kein einziges Mal geschafft, ihn wieder zu beleben. Also das, irgendwie, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Zumindest ist das jetzt meine Erkenntnis. Ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Oder wir fahren wieder zurück auf die Straße am besten. Wir drehen ganz vorsichtig. So. Die Hupe ist ein bisschen leise. Ja, wobei die Sirene ist aber auch recht leise. Also passt eh. Da oben ist auch irgendwie so ein Häuschen. Auch interessant. So, ich weiß, es wäre mal für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Das ist doch eine immer wieder wichtige Sache. Denn die Polizei muss Präsenz zeigen. Und das geht ja wohl nicht, dass wir da hier einfach keine Verkehrskontrollen machen. Wird sein, dafür fahren wir auf den Highway, oder? Ich glaube, wir fahren auf den Highway. So, wir überholen mal ganz schnell. So. Oh Gott. Okay, der Highway. Okay, egal. So, wir sind drauf. Auch wenn ein bisschen ganz knapp. Huh. Homicide. Da responden wir. Nehmen Sie die Waffe runter. Nehmen Sie die Waffe runter. Oder Sie haben nicht mal eine, aber doch, Sie haben eine. Deswegen nehmen Sie sie runter. Auf den Boden. Sie haben eine Waffe dabei.
Okay. So, Fusion mit dem Transporter. Krass, Alter. Direkt vor uns. Jetzt hupen sie mal nicht rum hier, ja? Hit and run, nee. Jetzt hupen sie hier nicht rum. Steig sie mal aus. So. Ah, nein, ah. Ich möchte doch nur... Ey, nicht einsteigen. Steigen sie aus. Aussteigen. So. Ich würde gerne mal ihre ID sehen, ja? Weil dass sie nämlich rumhupen, geht gar nicht. Michael Dodds, Junge. Ich heiße auch immer Michael Dodds. Jetzt komm, steig da ein. Michael Dodds. License. Wieso laufen sie so komisch? Sind sie jetzt da betreut? Bleiben sie mal stehen. Ey, bleiben sie mal stehen, ja? Ich glaube, sie sind ein bisschen behindert. So leicht kann das sein. Ich glaube, wir machen mal eben Arrest hier. Komm. Kommen Sie mal mit. Ich glaube, das ist nicht gut, dass sie weiter Auto fahren. So, versuchen wir jemanden, der sie dann abholen wird. Danke, dass der Pickup mein Auto wegschiebt. Prisoner for Gun, wir haben jetzt leider keine Zeit, wir müssen uns um unseren kleinen Freund hier kümmern. Der ein bisschen humpelt. wieso explodieren hier die Reifen? Egal. Wo ist denn ihr Auto? Ihr Auto ist weg. Ja, da kann ich ja nichts für, ne? Dass jemand ihr Auto geklaut hat, ist natürlich blöd. Aber, ne? Sie werden es abgeholt. Wir responden, solange es einen weiteren Einsatzdienst noch nicht gibt. Wir machen mal eben die Zeit an. Das sieht nicht so richtig hässlich aus. Machen wir hier so. Sieht viel besser aus. Und das ist, wenn die Sonne noch im Aufgehen ist, so wie ein bisschen schneller hier. Alter, unsere Karre wurde voll weggebämmt, Alter. Naja, wir haben jetzt eh alles abgeschlossen. Wir können ja einmal reparieren jetzt. So. Zack. Was macht denn der da vorne? Wir fragen einfach nicht. Sondern machen einfach eine weitere Verkehrskontrolle. Gucken wir mal jetzt anhalten. Wen halten wir jetzt an? Autos durchsuchen kann ich aus irgendeinem Grund nicht. Gucke ich aber, dass ich es beim nächsten Mal aktiviere. Ich glaube, ich habe es vergessen, im Rockstar, im Rage-Plugin-Dingsel zu aktivieren. Alle, die die Mods selber spielen, werden jetzt wissen, was ich meine. Der Rest nicht. So. Da hinten ist ein Betonmischer. Ja, der wird aber kaum was Böses tun. Wir können eigentlich mal zu der Hanffarm da hinten hinfahren. So, einfach mal aus Roleplay. Oh, wir haben noch einen Linker aus Roleplay-Zwecken. So, wir fahren hier mal raus. Scheiße. Ja, das war jetzt meine Schuld. Speed Pursuit. Pusten wir mal an. Scheiße. Ja, okay, wir müssen aber reparieren, weil mit der Geschwindigkeit kommen wir nirgendwo mehr hin. Und davon ist Speeding Vehicle, das heißt, da beeilen wir uns mal ein bisschen. Speeding Pursuit, haben wir. Speeding Vehicle, das wird wieder für ein Bullshit. So, oder kommt das sogar entgegen? Ey, ey! Aussteigen! Aussteigen! Sofort stehen bleiben, aussteigen! Auf dem Boden! Auf dem Boden! Genau. Ich werde sie festnehmen, weil sie irgendwie ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu rustikal gefahren sind. Außerdem hätten sie fast ein Polizeiauto gecrashed, ja? Aber ist vollkommen in Ordnung. So, ihr Auto wird so lange abgeschleppt. Und sie werden dann abgeholt. Sie kriegen dann Post. Wenn sie Glück haben, wenn sie Pech haben, kommen sie gleich ins Gefängnis. Und damit noch gut, nicht die. Okay, ich dachte gerade, der schleppt das Polizeifahrzeug hier ab. So, wie schnell der den einfach mit. Oh, oh. Ja, der Officer, der niemals ankommen wird. Und mein Bildschirm verabschiedet sich. So, jetzt. So. Gut, die Kollegen übernehmen das hier. Boah, wie der hier gedriftet ist, ey.
Gibt euch das, wie der vor die Karre gedriftet ist. Finde ich gut. Aber ohne Sachschaden, ja? Nicht mal mit Personenschaden. Komplett haben wir den befreit, richtig professionelle Arbeit getan. Pass auf, den ziehe ich jetzt raus hier. Aussteigen. Oder erstmal stehen bleiben, dann aussteigen. So. Ey, so, zumachen. Hallo. Einmal bitte Ihre. Was wollen wir? Ach, genau, die ID wollen wir. Ja, genau. So, was? Was hat denn der für ein Name, ey? Jeremy. Boss. Corelli, okay. Mit zwei LL, ja genau, so hier, zack. Dispatch, geben Sie ihm Infos. License is valid, no active warrants. Okay. Gut, sie sind dann damit hier, ne, befreit. Sie können weiterfahren. So, wir machen aus. Possible hooker. Nee, komm. Illegal activity, auch gut. Spawn code 2. Nee, den Einsatz nehmen wir nicht an. Nee, komm, gib jetzt nur mal was Gutes. Dispatch, speed pursuit. So, zack, annehmen. Speed pursuit da vorne. Vielleicht fährt uns diesmal nicht hinten rein. Oder biegt da ab? Sag mal, gibt's den. Oh, warte. Das heißt, wir biegen jetzt. Oh ne, weil das ist der Flughafen, das ist scheiße. Weil da können wir eigentlich auch drüber fahren. Das ist ja eine offizielle Straße hier quasi. Ist nur gucken, dass wir nichts kaputt machen. So, perfekt. Gott. Oh nein! Oh, der Zaun, den bezahle ich dir, Herr Farm. Mann. Ja, Mann, den können wir abfangen. Den können wir abfangen. Okay, den können wir nicht abfahren. Aber wir können. Kommen sie auf jeden Fall näher und dann sofort Air Support, weil sonst kommen wir ja nicht hinterher und dann noch State Patrol. Alter! Es tut mir leid. Nein, gehen Sie weg, ich muss verfolgen. Da vorne liegt er. Lol, die sind gefallen. Hände nach oben. Oder sie machen das. Der Kollege macht das. Wir gehen von hinten in Deckung. So, damit. So, den haben wir. Code 4. So, hallo. Ja, sie werden jetzt abgeholt, glaube ich. Hoffe ich. Ja, hier. Da kommt, glaube ich, schon der. Genau. Bitte sind Sie ruhig, ja. Sonst muss ich sie teilen. Das klingelt mir auf die Nerven. So. Irgendwas bellt hier noch. Ja. So. Mach ich auch nochmal zu. Ja, sind Sie bitte ruhig hier so, ja? Sind Sie bitte ruhig? Ist lustig. So. Ich würde sagen. Boah, was haben wir denn da kaputt gemacht, Alter, dass die Schnauze so verbogen ist? Ach klar, wir haben den Zaun kaputt gefahren. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, ich mach damit Ende, Junge. Wir sehen uns in einer Folge von LS Motherfucking PDFR. Oh, das ist der Verfolgung, der macht mal Platz. Oh Gott. Ich würde sagen. Okay, auch gut. Ja, die Kollegen machen das schon. Wir werden die Folge beenden. Unsere Karre ist jetzt irgendwie. Ah, ne, da liegt sie, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge von LS PDFR. In diesem wunderschönen Umland hier. Es macht mir viel mehr Spaß, im Umland zu spielen, als in der Stadt, möchte ich mal eben so anmerken. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Frohe Ostern. Tschüss.